Und waren Sie zufrieden mit Ihren Weihnachtsgeschenken oder sind Sie auch im Umtauschwahn wie viele andere? Wir beschäftigen uns gleich mit dem Loswerden von Geschenken und mit Schnäppchenjägern. Mehr dazu gleich und damit herzlich willkommen zu MDR um 2. Außerdem auch noch mit diesen Themen heute. Gleich mehrere Brände hat es in der vergangenen Nacht in Halle gegeben. Zwei davon im Osten der Stadt, einen weiteren am Morgen im Stadtzentrum. Für gut 100 Feuerwehrleute war das eine harte, sehr anstrengende und sehr, sehr heiße Nachtschicht. Auf die Straße, jetzt auf der Autobahn, kurz hinter der thüringischen Grenze, hat es einen verheerenden Massencrash gegeben. Ein Auto war ins Schleudern geraten, krachte mit einem anderen Fahrzeug zusammen und 7 weitere Fahrzeuge wurden dann in Mitleidenschaft gezogen. 2 verdächtige Briefe sorgen derzeit in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Heute Morgen waren die verdächtigen Umschläge in der Poststelle entdeckt worden. Und nun muss geklärt werden, wie gefährlich die Briefsendungen sind. Da soll noch einiges zu klären sein. Sven Böttger war das aus Bergen. Dankeschön für die Informationen. Über die Weihnachtsfeiertage war es ja recht mild in Mitteldeutschland. Doch heute Morgen kam in einigen Ecken der Winter wieder zurück. So auch in Thüringen bei Meiningen. Auf den dichten Schneefall dort heute Morgen hätte der Fahrer eines Kleintransporters aber gut und gern verzichten können. Silvester steht wieder vor der Tür und dann darf wieder geböllert werden, was das Zeug hält. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist wie jedes Jahr schon angelaufen und der Ansturm ist groß und wie. Doch es gibt einiges beim Kauf solcher Knaller und Böller zu beachten, damit die Silvesternacht eben nicht hinter schwedischen Gardinen oder mit einem saftigen Bußgeld endet. Seit heute dürfen die Feuerwerksknaller also wieder offiziell verkauft werden. Und unsere Reporterin Juliane Günther steht in Jena-Lobeda. Auch dort wird seit heute Morgen um 7 verkauft. Juliane, wie ist denn in Jena der Feuerwerksverkauf so angelaufen? Und auch morgen sind die Beamten der Autobahnpolizei in einer neuen Folge wieder rasanten Verbrechern auf der Spur. Hier bei uns bei MDR und 2 natürlich. Und jetzt haben wir noch diese Bilder für Sie, liebe Zuschauer. Ein Wintermärchen aus China. Dort bei unserer nächsten Geschichte werden so einige vielleicht sagen, wie bitte ist das denn möglich? Kann ein Tampon die Ursache dafür sein, dass man seine Beine verliert? In unserem nächsten Fall schon. Zumindest hat der Tampon eine entscheidende Rolle gespielt. Das Model Lauren Wesser verlor bereits vor 4 Jahren ein Bein. Und jetzt der nächste Schicksalsschlag. Es gibt Dinge im Alltag, die sind nach dem Vorbild von Mutter Natur entwickelt worden. So war beispielsweise eine Klette der Ideengeber für einen Klettverschluss, ein Pilz im Wald für den Regenschirm, das Spinnennetz für Fischfangnetze. Eines ist klar, von Tieren und Pflanzen können Wissenschaftler für ihre Arbeit ungemein viel lernen. So könnte beispielsweise die Miesmuschel die Medizin revolutionieren. Ich denke schon. Genau. Haben wir ein bisschen was richtig gemacht. Haben wir ein bisschen was richtig gemacht und darüber werden wir heute mit Frau Professor Wille reden. Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Sendung. Vielen Dank, Anja. Viel Spaß und liebe Grüße an die Frau Dr. Wille. Hier ist wieder Märchenstunde angesagt, liebe Zuschauer. Schneeweißchen und Rosenrot. Und wir sehen uns morgen wieder, Punkt 14 Uhr. Ciao.